Begrüßen Sie die Wallisernachricht am Sonntag, dem 18. April 2010, mit diesen Themen. Gutes Resultat für Bettmeraltourismus, Erstkommunion in diversen Gemeinden und 2 Verkehrsunfälle im Wallis. Schön, schauen wir dazu. Bettmeraltourismus hat gegenüber dem Vorjahr über 20'000 Übernachtungen mehr verzeichnet. Eine Zunahme von Logiernacht hat man vor allem in der Parahotellerie gespürt. Die Jahresrechnung 2008-2009 hat mit einem Gewinn von rund 20'000 Franken abgeschlossen. Bettmeraltourismus will in Zukunft das Augenmerk auf die Sommersaison legen. Hier setzt man 2/3 von einem Marketingmittel ein. In zahlreichen Gemeinden hat man an diesem Wochenende die Erstkommunion gefeiert. Traditionell feiert man die Erstkommunion am 1. und am 2. Wochenende nach Ostern. So auch zu Visp. Zu Visp hat 58 Kinder die Erstkommunion feiern. Die Jugendarbeitsstelle vom Bezirk und Dekanat Westlicher Aro hat anlässlich von der 25. Generalversammlung die Patenschaft mit der Jugendarbeitsstelle Gums unterzeichnet. Ziel ist es, der jungen Arbeitsstelle unter die Arme zu greifen. Ein 81-jähriger Frau hat sich am Samstag mit einem Selbstunfall verletzt und man musste sie in ein Spital von Sitten tun. Die Automobilistin war auf der A9 von Conti Richtung Sitten. Auf der Höhe vom Rastplatz Lesil ist sie mit einem Auto gegen eine Signalisationstafel gefahren. Das Auto hat es überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Mit einem TÜV-Unfall in der Nähe von Le Bouveret hat sich ein 43-jähriger TÜV-Fahrer schwer verletzt. In einer Kurve hat er die Kontrolle über seinen TÜV verloren und ist in eine Leitplanke geprallt. Der verletzte TÜV-Fahrer musste man mit der Ambulanz ins Spital von Monte tun. Die Verantwortlichen vom Zermatt Unplugged 2010 sind am Ende der Veranstaltung zufrieden. Wie der Thomas Stärchi, Direktor des Festivals, sagt, gäbe es aber noch Sachen zu lernen und zu verbessern. Der Thomas Stärchi hat auch die gute Akzeptanz von Zermatt und die gute Zusammenarbeit mit Zermatt Tourismus gelobt. 18 Teams sind am Samstag zum Barrikrennen zu Salkesch angetreten. Die 2er-Teams haben probiert, das rund 45 kg schwere Barrikfass so schnell wie möglich durch 500 Meter Länge Parkour zu rollen, schieben oder zu stossen. Mit einer Zeit von 3 Minuten und 3 Sekunden gewonnen hat dieses Jahr mit dem Martin Franchini und Lukas Sprung zuerst mal eine nautische Gruppe. Der Tobias und Christoph Mathieu sind Zweite gekommen. Dritten Platz hat der Sandro Mathieu und der Tristan Hermann belegt. Zum Sport: Fußball. Der FC Sitten gewinnt scheiss Heimspiel gegen den Leader IB mit 4:1. Der Grundstein hat man dabei schon in der ersten Halbzeit gelegt. Man hat ein Goal von Mpenza, Obradovic und Aljoui mit 3:0 in Führung gegangen. Das 4:1 hat der Dominguez geschossen. Kommen wir noch zur Erstliga. Der FC Natisch verliert das Auswärtsspiel gegen Freiburg mit 2:1. Nach dem 2:0 Rückstand hat der natische Stürmer Nenad Dugic das Goal für die Oberwalliser eine Viertelstunde vor Schluss geschossen. In der Nachspielzeit hat der Sebastian Hansen mit einem Pfostenschuss Pech gehabt. Der Samstag, der ist wettermässig sehr sauber über die Bühne gegangen. Wie das Oberwallis oder besser die Oberwalliser uns gesehen haben, das sehen wir hier. In der Gartenbeiz und auf der Strasse sind kurze Sachen angesehen. Wärmende Sonnenstrahlen haben für Temperaturen von bis zu 20 Grad gesorgt. Und die paar Wolken, die es am Himmel hatten, haben die Leute nicht weiter gestört. Ob das Wallis in den nächsten Tagen auch noch so Wetter geniessen kann, das verraten wir jetzt im Walliswetter. Nach einem schönen Samstag hat es am Sonntag zwar eine Wolke gehabt, aber man hat den Himmel gleich noch sehen gesehen, wie es hier auf dem Bild von Salkesch. Am Montag hat es aber schon wieder ein bisschen weniger Wolke, es lockert im ganzen Oberwallis ein bisschen auf. Die Temperaturen auch wieder im angenehmen Bereich. Im Rhonental gibt es bis zu 20 Grad, in Zermatt 11 Grad, im Letschental noch 13 Grad, ein einziges Maletschgebiet ist es frisch mit 3 Grad. Der Dienstag hat schon wieder ein bisschen mehr Wolke, es sollte aber auch noch trocken bleiben, zum größten Teil, und es hat 15 Grad. Der Mittwoch ist wieder ein bisschen besser, bei 19 Grad. Der Donnerstag, der verunstaltet das ganze Wochenbild ein bisschen, dann ist es dann wieder frischer. Die Wolken, die kommen schon im Mittwoch gegen den Abend dichter, und durch das gibt es dann am Donnerstag Wolken und Regenfall, das bei 14 Grad. Geniessen wir die paar schönen Tage vor dem Donnerstag noch. Und das Gute am Regen ist ja immerhin auch, dass man die Pflanzen immer beschütten muss. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend und eine flotte Woche.